Willkommen zurück zu Shadow Heart 2. Es geht weiter, werte Freunde. Wir befinden uns immer noch in diesem Alien-Gewölbe oder auch Ita-Flamme genannt. Ich habe diese einen Würmer weggemacht, wie schon gesagt. Und jetzt müssen wir unbedingt mal Lucia Heilung geben. Sonst wird das überhaupt nicht... Heilung, sag ich. Symbol Magie, denn die hat noch gar nichts, die Gute. Und so nackig muss er jetzt auch wieder nicht sein. So, was haben wir denn im hohen leveligen Bereich? Bogenschirm. Ist jetzt nicht so geil. Raum. Böser Strahl. Okay, das können wir mal reinnehmen. Ich weiß, ich könnte auch inaktive Charakter jetzt wieder rausnehmen. Aber ich denke, wir kriegen hier noch ein bisschen was zusammen, was sich lohnt. Was hast du? Aqua. Nee, diese Vorteile sind langweilig. Bogenfahrt und Morgana nutze ich eh nicht. Heilen, heiliger Vorteil, kurieren. Ja, einfach mal, falls Karin nicht zum Heilen kommen sollte, dann ist das vielleicht ganz sinnvoll. So, eins noch würde ich sagen. Irgendwas hochleveliges, Ballast, roter Wut, ja, ein 32er. Hier hätten wir noch ein 32er, Magie. So, okay, das sollte passen. Des Weiteren, na, Gruppe krüppelt gerade ein bisschen, wobei geht, Karin muss sich nur heilen. Und ich hoffe ja, dass ich jetzt bei hier rauskomme. Ich habe jetzt bewusst nicht jede Ecke, wie gesagt, abgeklappert, weil ich eben, das sieht alles gleich aus. Jedes Mal diese Abzweigung, ich drehe hier noch durch. Ohne Mist. Ich habe überhaupt keinen Peil mehr, wo, wie, was. Und deswegen auch null Lust, jede Ecke mit diesen nervigen Gegnern zu checken. Wie gesagt, Symbolmagien gibt's eh nicht. Ich habe nachgeguckt, also kann es mir wurscht sein. So langsam glaube ich wirklich, das ist ein Endlos-Labyrinth. Ich muss eine gewisse Route... Obwohl, ne, ein bisschen anders sieht's ja immer aus, ne? Und wenn ich eine gewisse Route laufen sollen müsste, dann müsste es ja auch irgendeinen Hinweis geben. Okay, das ist wieder so eine Illusionswand, ne? Lass es doch jetzt mal enden, ey. Ich drehe hier noch durch. Also irgendwas stimmt hier nicht. Also, nee. Ich mache jetzt auch keine Gegner mehr. Die schwächen mich nur unnötig. Und es dauert ziemlich lange. Und ich habe keine Lust, da ewig jetzt rumzumachen. Ich kann später sonst wo wieder leveln. Ich will jetzt hier erstmal wissen, wo bin ich? Wo geht's hier raus? Gib mir mal was Markantes, was anders aussieht. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Da hinten kommt ein Speicherpunkt. Und es sind immerhin drei Wege. Also scheinen wir ja irgendwie richtig zu sein. Und den Kampf muss ich ja jetzt wieder machen. Von daher level ich ja eh genug, finde ich. Also, let's go. Ich glaube, ich lasse euch noch einmal drin. Wegen der... Aromatherapie, die ich euch gern zeigen würde, was da noch so gibt. Überleg gerade mit ihm. Wir müssen halt so gucken, dass wir die schnell erledigen. So schnell wie möglich. Was könnten wir denn da noch nehmen? Haben wir noch einen Fünfer? Nur Fides, ne? Fides enttäuscht halt in seinen Magien und Amon ist halt auch nicht so krass. Ist eigentlich voll enttäuschend, was da so rumgurkt. Naja, nehmen wir Amon. So, jetzt stehen wir wenigstens auch ein bisschen wieder in der Combo. Sonderskills. Jetzt schauen wir mal, wenn wir mehrere treffen. Immerhin zwei, okay. Dann sind sie zumindest geschwächt. Und wir sind in der Combo, okay. Ja, mit Lucia zeige ich euch noch ganz schnell die offenen Aromatherapien. Da gibt es nämlich noch ein paar. Wir haben das Nachtöl eigentlich auch noch gar nicht genutzt. So, nehmen wir doch gleich Lucia. So, Aromatherapie. Ich zeige es euch eben mal. Mondöl sind wir jetzt durch. Unten, wenn wir es einmal aufgedeckt haben, wissen wir es ja. Also, wir haben schon richtig geile Buffs mit dem Zeug. Für einen Schlagkraft 1,5 mal erhöht. Ausweichrate verdoppelt. Die Rate der kritischen 1,5 mal erhöht. Für einen Zug die Rate der kritischen Ursache ist 100%. Das war das richtig geile. Kostet aber auch dementsprechend. So, dann haben wir... Ich guck mal bei dem Alten, ob ich da irgendwas übersehen habe. Oh Mann, das sind noch ein Haufen Fragezeichen. Da habe ich noch einen Haufen zu tun, aber die sind jetzt nicht so krass mit 25, 30, 30. Das kann ich euch im Nachhinein auch zeigen, wenn ich es im Off aufgedeckt habe. Ich will gerade mal gucken, ob wir noch was richtig krasses auch vom Preis her haben. Wir haben noch so viele Kombinations... Ja gut, das erschließt sich ja, wenn ich entweder das erste oder das zweite nehme. Aber ich habe das doch schon mal gemacht. Verwirrend.
Hier sind 20 da, also es ist noch jede Menge. Mondöl, ja, das war das, was wir hatten. Nachtöl. Hier haben wir eins, das, das habe ich vorhin benutzt, für zwei Züge mittlere MP wiederhergestellt. Das war ganz gut. Okay, also es ist jetzt nichts mehr so krass in den, im hohen MP-Bereich. Nee, höchstens 30 oder so. Na gut, dann werde ich jetzt das für 30 hier nehmen mit Nebelöl. Und den Rest mache ich im Off, weil das dauert sonst zu lange, wenn ich euch da alles zeigen will. Dann habt ihr doch wieder alle Kämpfe drin, dann sitzen wir bis übermorgen noch hier drin. Und das würde Rasputin nur so gefallen, wenn wir uns Zeit lassen. Für 2 Zug MP, 25 wiederhergestellt. Okay, das ist im Moment gar nicht so schlecht, da wir MP-mäßig, vor allem Lucia... Na gut, aber die hat ja nichts von der Aromatherapie. Hm. Ja, super. Okay, ich mache jetzt, auch wenn es Kari nicht gut geht und sie dann bestimmt gleich flach liegt, mache ich trotzdem eine Magie. Ich will die Angeschlagenen tot haben. Das sind immerhin 2 Stück. So. Das ist mir wichtig, damit es nicht so ausartet. Gut. Ach ja, du bist ja auch noch dran. Sehr schön. Ach, als Bett kann er keine Symbolmagie machen. Er ist natürlich übel, aber er ist als Bett sehr stark. Könnte... Na, ich gehe kein Risiko ein. Ich mache den kaputt. Dann waren es nur noch 2. Das ist nicht mehr so lästig. Und wer weiß, vielleicht muss ich euch ja gar nicht rauscutten, wenn da hinten nach dem Speicherpunkt... sonst was abgeht. Ich bin gespannt. Auch wenn mich die Abzweigungen schon wieder ein bisschen beunruhigen. So, mein Motto, herzlichen Glückwunsch, dass die Hälfte des Dungeons erreicht. Die gehen immer auf das schwächste Glied. Ich bin mir relativ sicher. Immer die, wo gerade am wenigsten HP haben. Im Grunde ist das die Taktik, die ich auch immer mache. So dumm ist das gar nicht. Aufstehen haben wir nicht, oder? Nee, okay. Müssen wir auf Items zugreifen. Da oben das Objekt. Nee, nicht so rum. Runter, 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 runter. Die Items sammeln sich langsam. Glückstalisman auf Karin. So. Okay, und jetzt hauen wir den Rest kaputt. Schafft er einen alleine? Komm schon. Das ist nicht zu viel verlangt, oder? Als Amon... Oh Mann, wie viel hat er denn noch? Beide noch so ein Fitzel. Widerspinstig, die Dinger. Und super nervig, aber keine Sorge, ihr habt sie zum letzten Mal gesehen. Ja. Ist mir jetzt egal, wir können hinten ein Zelt benutzen. So. Wetten, Rasputin ist deutlich einfacher. Naja, gut, das wäre übertrieben. Aber was schlimm wäre, wenn Rasputin kommt und er hat 4 Würmer dabei, dann kotze ich ab. So, jetzt aber nichts wieder durch. Ah, es gibt auch einen Weg durch die Mitte. Wie kommt ihr bitte hierher? Also, egal. Ich freue mich natürlich, die zu sehen. Okay, wir benutzen ein Zelt. Wir haben es wahrscheinlich, die ganzen Abzweigungen, irgendwie könnte man auch von links und von rechts kommen. Denke ich mal. Es sei denn, wir können mal ganz kurz gucken, ob links und rechts vielleicht eine Kiste oder so ist oder ob da wieder nur die ganzen Abzweigungen kommen. Aber dann erkunde ich die jetzt nicht. Sicherlich habe ich die ein oder andere Kiste und ein tolles Item übersehen, aber das ist mir gerade nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Okay, gerade mal schauen, was da kommt. Ja, das sieht so typisch aus nach dem Motto. Da kommen gleich wieder die 2 bekannten Wege. Wenn jetzt Gegner kommen, werde ich fliehen. Das ist ja gerade eine extra Tour, nur um meine Neugierde zu befriedigen. Wenn da jetzt Ende der Gasse ist, eine Kiste liegt, die nehme ich dann natürlich mit, ist klar. Ja, macht natürlich Sinn, wenn ich dann umzingelt werde mal wieder. Aber ich habe ja ein Zelt benutzt, ich sollte das aushalten. Eigentlich dumm, ne? Wir hätten gleich zu Rasputin sollen, weil jetzt ist Joachim gerade die Golden Bat, macht so einen geilen Schaden. Oh Gott, die legen mich voll flach, ey. Das ist unfassbar. Rennt weg. So lästig. Also ich mache hier normalerweise echt gern Gegner und so, aber hier ist es eine Qual. Und ihr seht selbst, das ist...
höchstwahrscheinlich kein Dead End. Ja, da kommt die Abzweigung. Also Respekt für den Dungeon, dass er so groß ist, aber er ist auch unglaublich langweilig. Das muss man an der Stelle jetzt halt auch mal sagen, im Vergleich zu all den anderen Dungeons, wo es immer so eine kleine Spielerei oder ein System, ein Rätsel gab. Und hier ist das einfach nur Gabelung für Gabelung, hässlich, nervige Gegner. Muss ich jetzt an der Stelle mal auch ganz knallhart sagen, gut, vielleicht kommt da noch voll das krasse Zeug, wenn wir erstmal durch die Mitte gehen, aber schauen wir mal, ich weiß es nicht mehr, vielleicht, beziehungsweise hoffentlich ist es auch das Ende des Dungeons und wir können einfach dem werten Herren hier mal Einhalt gebieten. Ich muss leider auch noch nach rechts gucken und dann gehen wir shoppen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gar nicht so viel brauchen. Es sei denn, die haben aufgestockt, aber das glaube ich nicht. Ich befürchte, ich habe die neue Waffe von Joachim irgendwie übersehen, ne? Weil da kam irgendwie nichts mehr. Und alle anderen haben schon ihre neue Waffe bekommen. Eigentlich schade. So, gerade mal hier schauen, ob das ein spezieller Weg ist. Dampft es wieder ordentlich. Das sieht schlecht aus. So. Danke übrigens auch nochmal für eure Rückmeldung bezüglich des kleinen Wochenthemas, wie ihr denn nun Shadow Hearts 2 im Vergleich zum 1er findet. Es sind doch sehr unterschiedliche Meinungen dabei. Anscheinend bin nur ich so extrem gehypt auf den zweiten Teil. Und andere, also manch andere empfinden den ersten Teil doch noch als besser. Das finde ich sehr interessant. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das hier bisher nur ein Zwischenfazit ist, da wir ja erstmal bei der Hälfte sind und dass da storytechnisch noch einiges kommt, vor allem in Bezug auf den Vorgänger, wie man sich bestimmt denken kann. Und mal gucken. Also interessantes, ernüchterndes Zwischenfazit auf jeden Fall von euch. Mal schauen, wie es dann ganz am Schluss aussieht. So, jetzt aber wahrscheinlich kommt noch ein Gegner. Da hinten. Mitten im feindlichen Gebiet hocken die, ne? Und wollen Geschäfte machen. Das finde ich schon krass. Okay, eine Aufreißerkarte haben wir ja nicht. Gehen wir gleich zu ihm. Juri! Hä? Was machst du hier? Wie bist du da reingekommen? Ach komm, warum so überrascht? Ihr seid hier, klar, dass wir auch hier auftauchen würden. Wir mussten kommen, um euch zu helfen. Hier geht es um Sieg oder Tod, stimmt's? Froh, uns zu sehen? Ein bisschen schon. Kaufst du jetzt etwas? Gib dein ganzes Geld aus, los. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Genau, du kannst auch gleich alle Aufreißerkarten einsetzen. Das könnte unser letztes Treffen sein. Wie sie das jetzt so anspielen, ne? Als wäre dann alles vorbei. Das wäre doch eigentlich mal eine coole Idee. Also jetzt ohne Mist wäre, wäre jetzt das Spiel nur mit einer DVD erschienen, dann hätte man das schon als das Finale jetzt gedacht. So nochmal, ja, okay, war halt ein relativ knackiges, kurzes Rollenspiel, ähnlich wie Shadow Hearts 1. Man hat fast alle Aufreißerkarten, ne? Kann schon die Stufe 3 Dinger machen, teilweise. Man könnte meinen, das wäre das Finale. Aber dann, Idiot, musstest du alles verraten. Na und du? Ihr beiden. Hör zu, wie wir babbeln. Es ist nicht wahr. Keine Sorge, lass dich nicht unterkriegen. Babbeln, das ist das typische Pelzerwort, so. Selten, dass ich das in dem Spiel sehe. Schön. Schrei, wenn du zurückgehen willst. Wir nehmen dich mit zum Eingang, in Ordnung? Richtig, Pia? Ja, klar, du brauchst es nur zu sagen. Das ist gut zu wissen, dass wir auch zurück können, wenn wir wollen. Die machen das echt, die trimmen das echt hier voll auf Finale. Willkommen, hier zum Einkaufen oder suchst du eine Fahrt? Ich frage mich ja, wenn ich jetzt mitgenommen werde, ob ich dann genau in diesen Punkt wieder komme oder ob ich dann wieder durchlaufen muss. Ich will es aber nicht testen. Ich will nur einkaufen. Okay, schauen wir mal. Gibt's was Neues? Korallenlasso, Spikes, Ersatzmann. Das sind alles Accessoires, die wir kennen. Da ist nichts Neues dabei. Okay.
So. Nee, wir haben die beste Ausrüstung. Und die besten Waffen. Jetzt können wir aber den kalten Thunfisch kaufen. Den hätten wir bestimmt irgendwo gefunden. Ärgert mich ein bisschen. Weil die Sequenz ist da immer wieder lustig. Der kalte Thunfisch. Wo könnte ein kalter Thunfisch liegen? Naja. Da kaufen wir ihn halt. Er ist ja gerade in der Gruppe. Oh, 40%. Na gut, probieren wir es. Oh mein Gott. Sehr schön. Es war halt nur ein Item, aber dass wir das auch mal geschafft haben, sehr schön, sehr schön. So, gleich ausrüsten, bevor wir es vergessen. So, okay. Dann macht er auch wieder ein bisschen mehr Schaden. Oh, sie haben die dritte Stufe. Das ist neu. Man kann jetzt die dritte Stufe kaufen. Und daran werde ich mich bedienen, weil 300 HP sind deutlich besser wie 150. Okay, da werde ich jetzt ein bisschen Geld los. Wir haben eh genug. 20, komm, füllen wir gleich auf. Ist gar nicht so teuer, ne? Das geht eigentlich voll. So, 20. So, dann haben wir hier 2. Dann haben sie hier auch die dritte Stufe natürlich. Wunderbar. Ist mir jetzt egal, dass das ein bisschen mehr kostet. So, dann hier. 1000. Will ich gleich 18 kaufen? Ich meine, 10 PP, da hast du wieder ausgesorgt. Gerade bei Bosskämpfen. Das ist die Wurzel der Zukunft, werte Freunde. Die werden wir brauchen. So. Gut, dann hier haben wir 21, 20, 3 Talismänner. Ich glaube, kaufe ich gleich 2. Ich benutze nämlich nochmal ein Zelt. Und das war's. Okay. Ich werde jetzt aber einen 30%igen Nachlass machen. Weil da verkacke ich jetzt bestimmt den 40er. So. Das reicht mir vollkommen. Wunderbar. Okay. Ja, verkaufen das eine Ding müssen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, nutzen wir ein Zelt und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Werden wir jetzt unser Halbfinale haben? Wir werden es sehen. Haben noch Zeit. Da könnte jetzt was passieren. Nein, und ich meine nicht sowas. Auch da werde ich nochmal fliehen. Normalerweise, wie gesagt, nicht meine Art. Aber ich habe jetzt keine Lust zu leveln und zu cutten. Das machen wir auf DVD2 dann wieder. Das ist kein Ding. Das wird uns jetzt nicht so zurückschlagen. Sagt er und stirbt bei Rasputin. Los geht's. Okay, das sieht wenigstens mal anders aus. Es ist zwar noch nicht vorbei, aber es ist anders. Oh Gott, es ist verwirrend. Was ist hier? Nichts, okay. Das sah gerade so aus, als würde der Boden sich bewegen. Hier ist eine Tür. Sehr interessant. Wie das aufgebaut ist. Eine rote Tür, die ist zu. Links läuft irgendwie so ein Strom. Okay, vielleicht wird der Dungeon jetzt doch noch interessant. Jetzt haben wir eine Mechanik, die ich zuvor vermisst habe. Okay, Leute, dann ich lasse euch jetzt mal... Lasse ich euch drin oder schneide ich euch raus? Eigentlich sind die Gegner bekannt, aber die Gegend ist halt ein neuer... Ich müsste euch eigentlich rausschneiden. Es ist halt noch nicht vorbei. Das Finale vertagt sich vielleicht doch nochmal. Okay, ich lasse euch den Kampf drin, aber dann wirklich werde ich wirklich das Kampfmesser schwingen. Ich weiß, ihr seht das ja eh nicht so eng und hab bestenfalls gerne den kompletten Content, aber man will ja auch gucken, dass es vorangeht. Das war jetzt halt nicht so gut, aber Joachim könnte dem nachsetzen. Dann sind die beiden weg. Ah. Und den könnte ich auch antatschen. Der andere ist jetzt irgendwie okay. Dann machen wir es so. Na gut. Ist auch okay. Helles Licht. Ist das überhaupt gut? Na, gegen die Viecher bestimmt. Oh, beide gestorben. Sehr schön. Wunderbar. Im Grunde machen sie voll die goldigen Geräusche, ne? Aber es sind so badass Viecher. So, Nachtöl. Was haben wir noch nicht? Mit... Nehmen wir das für 25. Wahrscheinlich wieder irgendwas für Magie.
Jedes Öl hat ja so, ja, klar, seine spezielle Wirkung. Das zweite macht es nur spezifischer. Ja, ein Zug MP der Verbündeten mit 28 Punkten wiederhergestellt. Nicht viel, aber weiß man jetzt für die Zukunft, was man kriegt für sein Öl. So, jemand angeschlagen, der. Ja, Yuri allein schafft keinen, deswegen glaube ich halt drauf. Bam. So, jetzt kannst du mal zeigen, was dein neuer, deine neue Säule kann. Ja, schafft es aber leider auch nicht auf die 100. Immerhin gelähmt, das war gerade sehr gut. Der macht nichts Nerviges. Ah, komm, den schaffst du. Schwing deinen Fächer. Sehr schön. Da war es nur noch einer. Okay, gut. Das ist halt echt ein Thunfisch, was er da... also so ein riesen Fisch da, was er da... auf dem Arm hat. Geil. Ich meine mich zu erinnern, den hätte man irgendwo finden können, aber wo? Hab doch Backtracking überall gemacht. Wobei, jemand hat geschrieben, irgendwo in einem Turm habe ich was vergessen. Vielleicht lag da der Thunfisch rum. ich gehe da auf jeden Fall noch hin, keine Sorge. So, folgen wir mal dieser seltsamen Energiequelle, ne? Ah ja. Eine Art Lüftungsdingsbums. Hier ist eine Art Taste. Drück mal drauf. Ist jetzt die Frage, verhindert die Energiequelle, dass die Tür aufgeht, oder fördert sie es? Weil rechts war halt auch nochmal was aus ist. Ich drück mal drauf. Jetzt ist die Energie weg und die Tür öffnet sich, alles klar. Aber dahinter kommt eine weitere Tür mit weiteren Energiequellen. Okay, gut. Das ist wenigstens interessant. Außerdem sind das Punkte, an denen man sich orientieren kann. Aber... dann schauen wir mal, was jetzt auf den anderen Seiten noch so ist. Da muss man ja jetzt eh überall gucken, um die Energiequellen auszumachen. Es gibt noch halt noch verschiedene Türen. Da ist eine grüne links, jetzt ist hier eine gelbe. Das könnte ja interessant werden. Und die gelbe scheint die wichtige Tür zu sein, weil da haben wir einen Speicherpunkt. Okay, das ist wieder ein Dungeon-Dings, das ich mag. Das ist voll okay. Hier habe ich auch Bock, Gegner zu machen dann wieder, um mich umzugucken. So, okay, Moment, dann hatten wir rechts noch einen Weg. Dann gehen wir mal da lang. Von unten kamen wir, ne? Okay, jetzt schneide ich euch raus. So, da sind wir wieder drin. Also von da unten ging's los. Rechts, ach Gott, noch eine Tür. Blau. Okay, dann müsste da ja der Schalter für die blaue Tür kommen eigentlich. Genau, das sind immer so Ventilatoren. Ich gehe mal noch weiter nach rechts. Vielleicht kommt da eine Kiste. Jawohl. Ausgerechnet, jetzt kamen übrigens neue Gegner, ne? Ich werde mal schauen. Vielleicht lasse ich das nächste Mal noch drin, damit ihr die neuen Gegner seht. Sind jetzt nichts so Spannendes, aber der Vollständigkeit halber. Ne, das ist gar nichts. Ich glaube, das ist ein Bug, dass der Boden manchmal sich so komisch friedlich bewegt. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Das macht auf jeden Fall einen creepy Eindruck. Ja, das sind hier Hearties, die kennen wir noch nicht. Also ihr, ich hatte sie vorhin schon. Deswegen lassen wir mal kurz drin. Ich klopp einfach mal drauf. Vorhin hat sofortiger Tod geklappt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, diese Ringe sind nicht aktiv, wenn man ein Dämon ist. Kann mich zumindest nicht erinnern, dass der mal gewirkt hat. Als ich Amon oder so war. So, sehr schön. Also ihr seht, es ist kein Problem. Da kriegt er noch eine Aromatherapie. Das kennen wir noch nicht. Ozean und die Nacht. Ozean steht immer für HP. Gemischt mit der Macht der Nacht bekommen wir 100 Punkte. Einmal Regeneration. Oh, du bist unsichtbar. Okay. Das ist okay. Greifen ja dann nicht... Wisst ihr, was ich mich frage? Die können ja dann, wenn Joachim unsichtbar ist, können die Gegner ihn ja nicht angreifen. Das geht nicht. Machen sie nicht. Und das, wenn wir dann mit einem unsichtbaren Joachim in die Arena gehen würden, wäre das dann nicht ein bisschen OP? Ich meine ja nur.
So, okay, das ist gerade ein bisschen vergiftet. Klar, vielleicht wenn sie so Flächenzauber machen, dass es dann eventuell trifft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das machen, wenn sie ihr Ziel nicht sehen. Hm. Ich glaube, ich probiere das mal aus. So rotzfrech. Okay, Yuri hat ein Level bekommen. So, also ihr habt die neuen Gegner gesehen, aber jetzt gibt es wieder ein Cutmesser. Und hier müssen wir was deaktivieren. Drück drauf. Gehen wir auch gleich den Weg. Vielleicht, also eigentlich müsste da drin die grüne Tür sein. Oh Gott, das ist einfach alles. Ah, das ist cool. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt zwei Wege noch offen. Diese eine und dann weiter links nochmal. Okay, gehen wir mal rechts gucken. Wo ist der Ventilator? Hier. Aus damit. So, ist schon mal der Weg frei. Dann reinspitzeln, okay. Und hier gleich die nächste, das wäre ja super. Okay, bis gleich. So, Dolle. Ja, man sieht die Schalter auch auf der Karte. Das ist natürlich praktisch. So, damit öffnet sich die. Oh ja. Oh ja. Aber darauf habe ich ja mal Bock. Auch wenn er jetzt wieder langsam läuft, ist egal. So. So, was kriegen wir denn Schönes? Willenskraft. Okay, wir gucken mal kurz rein. Ich glaube, das ist jetzt nichts so Besonderes, oder? Willenskraft. Hier ist was Neues. Anhänger der PP-Abfällverhinderung. Oh, das ist gar nicht mal so verkehrt. Für gewisse Kämpfe. Na gut. Ich habe übrigens festgestellt, dass Lucia, also deswegen hatten wir noch so viele Fragezeichen bei den Aroma-Sachen. Wenn wir zum Beispiel Mondöl und Grasöl machen, dann oder dann ist es ja die eine Sache. Aber wenn wir zuerst Gras und dann Mond nehmen, ist es wieder was anderes. Also deswegen ist das Ganze so komplex. Ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal dieses zweite genommen. Ich glaube, das war Grasöl. Werde ich euch später zeigen. Und da kriegt man so schöne Buffs, wie zum Beispiel, dass man zwei, drei Runden keine Ringabnormalitäten bekommt, was ja bei gewissen Bosskämpfen gerade unglaublich von Vorteil sein kann. Aber na gut, ich werde weiter am Ball bleiben und wenn ich erstmal alles aufgedeckt habe oder ja, wenn das hier erstmal durch ist und ich euch nicht mehr rauscutten muss, dann zeige ich euch das alles. Und ich glaube, wir haben es bald, das ist gar nicht mehr so viel, ne? Jetzt haben wir die Gelb schon ausgemacht. Aber die Mastertür dahin. Ach nee, wir sind schon drin. Genau, die Tür hat sogar zwei Energiequellen. Das ist natürlich die letzte. Fantastisch. Ja, ich freue mich immer, wenn diese neuen Gegner kommen, diese hundeähnlichen Viechers, weil die deutlich schneller gehen wie die Würmer. Oh. Okay, ich muss noch den grünen Schalter öffnen. Kein Problem, wir hatten ja noch eine Tür offen. Die muss weiter links sein. Kein Problem. So, da sind wir nämlich noch nicht durch. Das sieht gut aus. Da sehe ich schon was Grünes flitzen. Das ist auch relativ noch übersichtlich, das Ganze hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach links eigentlich. Genau, da geht's weiter. Rechts können wir dann natürlich auch nochmal gucken. Ja, rechts sollte ja dann eventuell schon die eine Tür sein. Dann kommen wir wieder in die Mitte. Das heißt, wir haben es schon fast. Lup, okay. Wo war das jetzt genau? Da war noch eine Kiste. Will haben. So, Dele, Freunde. Das Dumme ist, diese Gegner, die bringen mich ständig raus. Okay, aber das haben wir zum Glück jetzt richtig gemacht. Drück drauf. So, der Weg sollte frei sein, ne? Zur großen Meistertür hier. Deine Sicherheitsvorkehrungen, Werter Rasputin, sind damit erledigt. Ob Nikolai noch auf dem Schiff ist? Ich glaube nicht, ne? Die haben sich ja ziemlich gestritten zuletzt. So, jetzt hier lang. Da ist die Kiste, die ich vorhin gesehen habe. Federarmband. Ich glaube, das war nur
Sowas wie Verteidigung höher, oder? Wir gucken mal schnell. Federarmband. Ja, das hatten wir schon. Aber schützt gegen Panik, okay. Ja, wir wissen halt noch nicht, was Rasputin uns antut, ne? Dementsprechend kann ich mich auch nicht bestens vorbereiten. Aber ist egal. Wir haben es jetzt. Ich bin mir relativ sicher, in dem Abschnitt nichts übersehen zu haben, aber der hat ja auch, wie gesagt, Spaß gemacht. Okay, Leute. Ich gönne denen ein Zelt, werde nochmal das Spiel abspeichern und dann werde ich jetzt an der Stelle erstmal gucken, wie ich den Part, also ich werde den Part jetzt erstmal zusammenstellen in meinem Programm und gucken, wie viel Zeit wir überhaupt noch haben. Damit ich weiß, wann ich euch so einen richtig geilen Cliffhanger bei Rasputin reinwürge. Nee, Spaß, aber ja, doch, kann passieren. Mal gucken. Zeit, ob wir überhaupt noch Zeit haben. So, bis gleich. Okay, Freunde, wir haben noch 5 Minuten. Ja, also Cliffhanger of Doom is incoming. Kann man sich immer drauf freuen. Stimmt, aber auch noch eine Kiste. Reine Wurzel. So. Okay. Das sieht ziemlich... Nein, das macht ihr jetzt nicht mit mir, oder? Nee, ich habe mich gerade mit einem Zelt so schön vollgedings. Da renne ich jetzt weg. Ich habe fleißige Gegner gemacht hier, während ich euch rausgecuttet habe. Aber das muss jetzt nicht sein auf die letzten Schritte. Ich will mit voller Power Rasputin gegenüberstehen. Ey, was für ein Ort ist das? Schlägt wie ein Herz! Hä? Es will uns nicht durchlassen, was? Okay, Boss incoming, allerdings nicht der, den ich erwartet habe. Auch okay. Mutter Filaria. Wir können erstmal nur gegen die kämpfen. Das ist halt nur ein... Das sind jetzt halt Würmer in XXL. Na, ist prima. Okay, gut, da hole ich die Fusion raus. Da machen wir keine ganzen halben Sachen. Sondern gehen richtig in die Vollen. Und wenn ich das sage, dann meine ich damit Sonderskills. Obwohl, ich wollte es doch schon immer mal mit Wut eventuell paaren, ne? Wenn das geht. Ich glaube, das hatte ich vor, aber noch nie gemacht, ne? Sag mal, stehen wir gerade alle vier in der... Das ist natürlich auch eine Überlegung wert. Stehen wir alle vier in der Combo? Ich sehe es nicht. Nee, Karin steht nicht drin. Okay, dann brauche ich es nicht zu machen. Nee, dann machen wir die Wut. Das nehme ich auch gut, weil wir gerade eine Golden Bat haben, die auch... Oh nein. Moment. Wut. Bogenwut. Genau. Das sehen wir es auch besser. Weil die Golden Bat hat ja so einen richtig geilen Angriff. Das wird sehr, sehr geil. Und noch ein Perfekt dazu. 36 und kommen dann nochmal die 125% drauf, wenn ich die Energie lade. Wir werden es ja merken. So, was mache ich mit Karin? Wir sind gerade alle voll. Schwertkunst. Ja gut, gehen wir in die Vollen, ne? Los geht's. Das müsste ja auch, da müsste ja auch die Wut zählen, weil das ein physischer Angriff ist. Immerhin über 100. Da bin ich schon meistens zufrieden. Vielleicht kann ich das fette Ding der Mitte halt erst killen, wenn die kleinen Würmer tot sind, die extrem nervig sind und Lähmung verursachen. Oh Mann. Okay. Ah, halten die viel aus? Das wird lustig. Mal gucken, was die Golden Bat jetzt macht. Geiler Schaden. 231. Da hat die Wut natürlich noch mitgespielt. Karin ist gerade gelähmt. Das muss ich heilen. Habe ich gerade was in der Richtung? HP. Das war nur HP. Das ist der Schutz, von dem ich sprach. Aber halt leider nur ein Zug. Hier wären es 2 Züge. Es ist aber eine Ringabnormalität. Ich brauche Status. Hier, Schutz 3. Schützt 3 Züge lang vor Status. Abnormalität. Das hilft jetzt zwar Karin nicht, aber der anderen Gruppe. Deswegen mache ich das mal schnell. So. Weil ich habe keinen Bock, dass hier die Hälfte oder noch mehr gelähmt werden. Status der Verbündeten verteidigen. Okay. So. Jetzt hier. Ich lasse mich jetzt nicht aufhalten, nur weil...
Oder ist Karin... Ah, ne, sie hat noch Lähmungsstarter. Energieladen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was da gleich für einen Schaden auf uns zukommt. Gut. Nova. Okay, ich muss aber Karin heilen, ne? Sonst wird... Ich glaube, das geht nach 3 Runden auch weg, aber so lange will ich nicht warten. Ach, Lucia wird sie dann heilen. Hier ist mir der Angriff wichtiger. Ich werde dann das andere Vieh mit Yuri angreifen. Ich denke, das ist sinnvoller. So, habe ich heilen? Ja, wunderbar. Wunderbar. Und den Schutz hat sie ja jetzt auch, wie man gesehen hat. So, okay. Ich werde mal eine Bogenwut schmeißen. Bogen kurieren, meine ich. Bevor es jetzt wieder in die roten Zahlen geht. Das muss ja nicht sein. Ein bisschen vorsorgen hier. So, und jetzt ist es soweit. Also der ist eh schon fast tot. Jetzt gehen wir volle Kanne auf das zweite Vieh. Sehr schön. Ich weiß halt nicht, ob die Wut da jetzt mitgespielt hat, aber 441 Schaden, das ist geil. Aber wenn man sich um 200 teilt, dann ist das weniger geil. Danke auch. Macht aber nichts. Noch ist der Buff drauf. So. Ob sie das schafft? Yes, sehr schön. Okay, und dieses hieß auch gleich tot, aber dann kommt ja noch wahrscheinlich dieses Ekel-Dings in der Mitte. Werte Freunde, der Part ist voll. Ich weiß nicht, was danach kommt, ob der Dungeon dann einfach weitergeht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es scheint so, als haben wir hier noch ein bisschen was zu tun, bevor endlich Rasputin vor uns steht. Ich freue mich schon auf den Moment, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Shadowheart 2. Bis denn!